Nochmal aus dem Bürgerpark. Eine der Lesungen, ein Predigttext zu Erntedank aus dem Matthäusevangelium, aus der Bergpredigt. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Und ein paar Gedanken dazu, angelehnt an eine Auslegung von Dorothee Sölle. Die sagt zuerst einmal, dass ein Vers weiter, der direkte Vers nach dem Predigttext ist: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So kommt Dorothee Sölle darauf, dass das Wort von dem Auge und dem Zusammenhang zwischen dem, was wir sehen, was wir wahrnehmen und unserem Leib steht, zwischen zwei Gedanken über die Ökonomie, darüber, wie wir umgehen mit der Welt. Und sie sagt ganz deutlich, und das wiederum ist angelehnt an Erich Fromm und seinen Gedanken in dem kleinen Buch Haben oder Sein: Entweder wir dienen dem, was wir haben wollen, entweder in uns ist Habgier, oder wir leben aus dem und mit dem, was wir sind und was andere sind. Mir fällt dazu ein, was nicht hier in dieser Auslegung steht, ein Gedanke von Dorothee Sölle: Leben ist immer in Beziehung sein. Und der Tod ist immer da, wo keine Beziehung ist. Und jetzt kommt ein Gedanke, der natürlich nur in dieser Corona-Zeit entstehen konnte. Ich bin eingeladen, zuerst jetzt wieder in eines der alten Pflegeheime in Findorf und freue mich unglaublich darüber, dass wir endlich wieder in Beziehung gehen können. Und ich bringe diese Gedanken mit über diese Verse aus der Bergpredigt. Denn Leben ist in Beziehung sein. Und das Umgekehrte ist, wenn ich nur noch wahrnehme mit den Augen, was alles zu haben sein kann, was ich mir alles kaufen kann, und wenn ich es dann anhäufe und merke, dass ich doch nicht glücklich werde, dann bin ich auf einem falschen Weg. Das Auge ist das Organ, mit dem wir wahrnehmen, erblicken, erfahren und verstehen. Es ist aber auch das Organ, mit dem wir etwas übersehen können, mit dem wir uns vor Erfahrungen abschirmen und sagen dann: Habe ich gar nicht gewusst. Das ist wichtig, dass ich versuche zu sehen, wahrzunehmen, was die Situation, was gerade unser Leben wirklich ist. Und natürlich soll ich überlegen, wie komme ich in Beziehung mit anderen Menschen, gerade in Corona-Zeiten. Wie wichtig ist das Leben in Begegnungen? Welcher Reichtum ist darin?
Welche Dankbarkeit kann das schaffen, dass mir Menschen so nah sind? Gott sei Dank. Es ist ja Erntedank, der Anlass, dass ich jetzt wieder in eines der Häuser gehe, in denen ich so lange nicht mehr war. Tschüss.